Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Polizei sucht Vergewaltiger von Girlie. Merkel avanciert zum Internetstar. Und das Wetter zum Vatertag bleibt wechselhaft kühl, aber dafür trocken. Und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 13. Mai. In der Nacht zum Mittwoch haben die Beschäftigten der 5 Briefbearbeitungszentren der Deutschen Post in Berlin und Brandenburg die Arbeit niedergelegt. Zum Warnstreik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi am Dienstagabend etwa 300 Beschäftigte. Wie viele von den 1,5 Millionen zu bearbeitenden Briefen deshalb in der Region nicht fristgerecht zugestellt werden können, ist noch nicht absehbar. Bei vorangegangenen Bahnstreiks kam es zu Verzögerungen, aber die Deutsche Post setzte Leiharbeiter als Ersatz ein. Deshalb kam die Zustellung nicht zum Erliegen. Verdi kämpft für deutschlandweit rund 140.000 Postmitarbeiter gegen Lohnsenkung und für kürzere Arbeitszeiten. In den vergangenen Wochen hatte es in verschiedenen Bundesländern immer wieder Warnstreiks gegeben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 20. Mai angesetzt. Müller für Erhalt des ICC. Berlins Regierungschef Michael Müller hat sich für eine baldige Sanierung des ICC ausgesprochen. Nach 35 Gutachten zu dem Thema müsse die Debatte zum ICC endlich beendet und eine Entscheidung getroffen werden, sagte Müller am Mittwoch bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern bei der IHK. Das ist eine unwürdige Veranstaltung und eine absurde Debatte, dass wir das ICC immer wieder in Frage stellen, kritisierte der Regierungschef. Er appellierte an den Koalitionspartner CDU, jetzt in den Beratungen zum Doppelhaushalt 2016-2017 Vorsorge für die nötigen Sanierungsschritte zur Ertüchtigung als Messe- und Kongressstandort zu treffen. Polizei bittet um Mithilfe. Vor gut einem Jahr, am 17. Mai, soll sich dieser Mann im Görlitzer Park an einem Mädchen vergangen haben. Erst am Mittwoch veröffentlichte die Polizei diese unscharfen Bilder und hofft, dem Täter nun habhaft zu werden. Zum Tathergang 2014? Zuvor soll der Mann zusammen mit 3 oder 4 anderen Männern das Mädchen in einer S-Bahn angesprochen haben. Die Jugendliche begab sich zunächst freiwillig mit der Männergruppe in den Park. Hier kam es am Nachmittag in einem Gebüsch zu sexuellen Handlungen durch einen der Männer, der auf den Namen Adam hörte. Anhand von Videoaufzeichnungen der BVG ist es nun gelungen, Bilder des Gesuchten zu sichern. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 030 4664 91 340. Henkel zuversichtlich im NPD-Verbotsverfahren. Innensenator Frank Henkel sieht die Initiative der Bundesländer zum Verbot der rechtsextremen NPD optimistisch. Das sagte ein Sprecher des Senators der Deutschen Presseagentur. Im Verbotsverfahren wollten die Bundesländer dem Bundesverfassungsgericht bis zum Wochenende hunderte neue Beweise vorlegen. Merkel als Internetstar. Sonst kennen wir sie eher zurückhaltend und diplomatisch. Angela Merkel, die mächtigste Frau der Welt, kann aber auch anders. Das bewies sie am Dienstag beim Besuch in einer Schule in Neukölln. Ja, und auch am Tag nach dem Schulbesuch ist das Internet voll mit Selfies, die an diesem Tag geschossen wurden. Denn bereits am Montag bewies die Kanzlerin beim J7-Gipfel mit Schülern, wie cool die sonst mächtigste Frau der Welt auch sein kann. Offen, ehrlich und auch mal mit einem Lächeln auf den Lippen. Auch am Mittwoch nun tauchen im Netz Selfies mit der Kanzlerin auf, die das belegen. Eine Politikerin zum Anfassen. Familie im Dialog. Am Mittwoch begrüßten Mitglieder des lokalen Bündnisses für Familie in Pankow die Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium Karin Marx zu einem Gespräch im Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße. Der Besuch fand übrigens im Rahmen des 10. Aktionstages der Bundesinitiative Lokale Bündnisse für Familie statt, der in diesem Jahr unter dem Motto Mehr Partnerschaftlichkeit ein Plus für die ganze Familie steht. Karin Marx ließ sich das Familienzentrum zeigen und kam mit Pankower Eltern ins Gespräch. Gerade auch das Thema der Kinderbetreuung spielte dabei eine Rolle. Müller schneidet Kiss-Kiss-Regenbogenkuchen an. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat am Mittwoch im Säulensaal des Roten Rathauses den Kiss-Kiss-Regenbogenkuchen angeschnitten.
Anlass ist der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai. Der Gedenktag gegen Homo- und Transphobie erinnert an den 17. Mai 1990, an dem die Weltgesundheitsorganisation beschloss, Homosexualität aus dem Katalog der Krankheiten zu streichen. Müller betonte am Mittwoch noch einmal, eine Weltstadt wie Berlin kann nur im Zeichen der Toleranz gedeihen. Homophobie und Transphobie, Rassismus und Antisemitismus, jede Form der Ausgrenzung von Minderheiten dürfen in unserer Stadt keinen Platz haben. Mehr Stadtgrün für Lichtenberg. Lichtenberg ist ab sofort etwas grüner. Die Deutsche Reihenhaus AG spendete am Mittwoch ein neues Stadtgrün für den Bezirk. Gemeinsam mit Bezirksstadtrat Nüntel pflanzte das Unternehmen Kastanienbäume entlang der Paul-König-Straße. Arbeit kann weitergehen. 33 neue Stadtteilmütter haben von Bezirksbürgermeisterin Giffey am Mittwoch nach erfolgter Ausbildung in Neukölln ihre Zertifikate erhalten. Die Stadtteilmütter sind nun ausgestattet, um Familien ihrer eigenen Community aufzusuchen, um sie zu Themen wie Bildung, Gesundheit und Sprache zu informieren. Sie unterstützen ihre 46 bereits aktiven Kolleginnen. Vor einigen Monaten berichtete TV Berlin über die unsichere Zukunft für die Fortführung des Projektes. Nun scheint die Arbeit also weiterzugehen. Auch die neue Bezirksbürgermeisterin Neuköllns freut sich über die Fortführung der integrativen Arbeit. ADAC warnt vor Stau zum Vatertag. Zur Himmelfahrt drohen auf den Ausfallstraßen rund um Berlin Staus. Bereits für Mittwochnachmittag rechnet der ADAC mit viel Verkehr, besonders Richtung Nord- und Ostsee, und der Automobilclub empfiehlt, an diesem Tag erst nach 19 Uhr loszufahren. Falls Sie diese Nachrichten erst später sehen, trotzdem kommen Sie gut durch den Stau. Mehr zum Vatertag am Abend in unserer Sendung Thema des Tages und später dann auch auf unserem YouTube-Channel. Vorschau auf internationale Gartenschau. Zu IGA Berlin 2017 entstehen in den Gärten der Welt internationale Gartenkabinette, die zeitgenössische, innovative Ansätze der Gartenkunst widerspiegeln. Die Entwürfe stammen von den besten Landschaftsarchitekten weltweit. Am Mittwoch stellte die Geschäftsführung der IGA gemeinsam mit Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel und Till Rehwald, Präsident des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten, die Gestaltungskonzepte der Öffentlichkeit vor. Mehr dazu am Abend in unserer Sendung Sehenswert und später dann auch auf unserem YouTube-Channel. Ja, und damit sind wir auch schon beim Sport. Frank Steffel einstimmig wiedergewählt. Der Unternehmer und Bundestagsabgeordnete Frank Steffel wurde von den Mitgliedern der Füchse Berlin-Reinickendorf einstimmig für 2 weitere Jahre als Präsident im Amt bestätigt. Nach seiner Wiederwahl erklärte er, am Wochenende wollen wir den ersten Europapokal der Vereinsgeschichte nach Berlin holen. Wir können gerade unser 3000. Mitglied begrüßen und auf das neue Vereinsheim können wir zu Recht stolz sein. Mit 25 verschiedenen Sportarten ist für jeden etwas dabei. Für die Unterstützung unserer Mitglieder in den vergangenen 10 Jahren bin ich sehr dankbar, sagte Steffel. Die Füchse Berlin gehören zu den größten Sportvereinen der deutschen Hauptstadt. In dieser Saison zogen die Füchse in 2 Final Fours ein. Das ERF-Cup-Finale findet am 16. bis zum 17. Mai in der Max-Schmeling-Halle statt. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es meist bewölkt, ab und an klart es auch etwas auf, es bleibt trocken, bei Tiefstwerten um die 9 Grad. Himmelfahrt präsentiert sich durchwachsen, es bleibt meist wolkig, aber auch die Sonne kommt immer mal wieder zum Vorschein. Das Quecksilber erreicht leider maximal 15 Grad, immerhin bleibt es den ganzen Tag über trocken. Und der Blick auf die kommenden Tage? Am Freitag lockert die Wolkendecke weiter auf, die Höchstwerte liegen dann bei 17 Grad. Am Samstag wird es noch einmal etwas wärmer, aber die Wolkenlage verdichtet sich bereits wieder. Am Sonntag kühlt es sich wieder ab und der Wind nimmt zu. Zwischenzeitlich kann es auch den ein oder anderen Tropfen vom Himmel geben. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Ihnen noch einen schönen Feiertag.